Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Ja, heute mal wieder so ein bisschen retromäßig. Dieses Mal machen wir eine Reise in die Vergangenheit. Dieses Mal nicht 30 Jahre wie bei der ersten Retro-Ausgabe, wo es um GeoWorks ging, sondern bloß um 20 Jahre zu Debian 3.0. Das kam nämlich 2002 raus. Asteroids bzw. Kestroids damals, das war ein Klon von dem Asteroids, also eins der ersten Spiele. Ich meine, das wurde sogar auf einem Radarsystem oder so mal gespielt. Also es ist wirklich sehr, sehr alt. Guckt da mal nach bei Wikipedia, wenn euch das interessiert. Also von daher ist das schon relativ neu, auch wenn es jetzt schon 20 Jahre her ist. Aber das Spielprinzip ist dasselbe. Also wir haben hier, ich starte das einmal, L drücken. Also wir haben hier jetzt so Asteroiden, die müssen wir zerschießen, ohne von den Teilen getroffen zu werden. Also wir haben gleich so ein kleines Raumschiff. Ich werde mich bestimmt super blamieren damit. Also das ist mein Raumschiff. Und ich kann damit vorwärts oder je nachdem, wie ich Schub gebe, drehe ich mich oder so. Aber ich kann nicht rückwärts fliegen. Und mit der Leertaste kann ich schießen. Und wenn ich das hinkriege, dass ich da sowas treffe, dann kommen da ganz viele Teile raus und ich kann auch so Dinge hier einsammeln und wenn ich das nicht geschafft habe und dagegen fliege, ist mein Raumschiff kaputt. Irgendwie kann ich auch Schilde sammeln und irgendwie zusätzliche Bonussachen und ich habe hier unten so Treibstoff. Also ich muss da genau mitarbeiten mit den Sachen, die ich da habe und ist kompliziert. Probiert selbst aus, wenn euch das interessiert. Grafikanwendung, was damals mit dabei war aus dem KDE-Universum, da gibt es hier so ein, ja, was ist das? Paint? Das gehört auch CarPaint. Habe ich auch nicht benutzt. Damals habe ich den schon irgendwie GIMP verwendet und kann auch rumsprühen. Ui. Und was? Ich kann auch eine zweite Farbe aussuchen. Also, ach nee, die erste Farbe, das ist die Farbe, die ich benutze. Das sieht man jetzt natürlich super toll. Ja, damit kann ich so einfache Dinge zeichnen. Ja. Ja, das ging damals auch schon besser. Also GIMP gab es damals auch schon, aber das hier ist noch mal ein Tick primitiver. Damit kann man so malen, so wie ist das einfach MS Paint? Also die ist, was bei den Windows-Versionen damals mit bei war, da gab es auch so ein primitives Mal-Dingsbums. Und das ist so das Gegenstück hier. Dann haben wir hier ein Fraktalgenerator, darf natürlich nicht fehlen, total wichtig. Dann Screen Capture, da kann man einfach mal so ein Bildschirmfoto mitmachen. Und eine Verzögerung, aber es macht immer ein Vollbild davon in den neueren KDE-Versionen. Da gibt es ausgefeiltere Varianten davon, das heißt jetzt Spekular oder so, ne? Spektular, irgendwie sowas. Also damit kann man Bilder machen und nicht bloß vom ganzen Desktop, sondern auch vom Fenster vielleicht und sonst irgendwas und in der Anmerkung machen. Und damals konnte man einfach bloß einen ganzen Bildschirm abfotografieren, als Datei speichern und dann hat man so ein Bildschirmfoto. Also deutlich primitiver als heute. Dann natürlich interessant zu sehen, was es damals so fürs Internet gab. Damals war der Mozilla Navigator mit dabei. Das ist ja kein KDE-Programm. Das war, bevor es denn Firefox wurde, da hieß es denn irgendwie Mozilla Navigator. Ging hervor aus dem Netscape Navigator. Da wurde denn der Quelltext freigegeben und dann hieß es Mozilla Navigator.
Wie die Geschichte genau ist, guckt das nach, wenn euch das interessiert. Gibt es bestimmt einen spannenden Wikipedia-Artikel zu. Wenn wir das jetzt einfach mal starten und mal gucken, wie das mit ja, Webseiten umgehen kann, die heute gebräuchlich sind, wird nicht viel Gutes dabei rauskommen. Denn viele Standards sind einfach überholt. Also gerade was irgendwie Sicherheit, Verschlüsselung angeht. Das hier ist 20 Jahre in der Vergangenheit. Von daher alles, was da an Verschlüsselung und Sicherheit drin ist, ist sehr höchstwahrscheinlich heutzutage gebrochen. Und deswegen funktioniert es auch nicht mehr. Wenn ich jetzt mal gucke, hier vielleicht die. Genau, sowas passiert denn halt sehr häufig. Also die Webseiten heutzutage, die versuchen einen Verschlüsselungsalgorithmus mit dem Browser auszuhandeln. Und dieser Browser, der hat eben nichts, was heutzutage noch halbwegs als sicher angeht. Also die können sich auf nichts einigen. Also sie haben keinen gemeinsamen Verschlüsselungsalgorithmus gefunden. Und von daher tut sich da nichts. Und das wird bei sehr, sehr vielen Seiten so sein. Ich probiere es einfach mal aus. Yahoo.com, also das war quasi das Google zu der damaligen Zeit. Ja, kommt. Oh, das geht sogar noch. Die Seite vom GNU-Projekt, die hat kein Zwangs-HTTPS. Also das ist komplett unverschlüsselt jetzt. Und ja, es ist sogar noch was zu sehen. Also Grafiken, die sind zu sehen. Das Layout wird nicht so sein, wie es heutzutage ein normaler Browser anzeigt. Aber es ist immerhin ja lesbar. Keine Ahnung, gibt es da noch irgendwie was? Irgendwas Buntes oder halbwegs Buntes? Das ist nicht so wirklich bunt und Fun ist natürlich auch mal gut. Lachen mit dem Gnu. Erstaunlich. Also ich glaube, die Seite habe ich auch nie wirklich so mir angeguckt. Ja, genau. Also veralteter Browser, der von, mal gucken, von wann ist er? Damals war er sogar relativ aktuell, also 2002, und aus dem Juni 23. Und das Debian, was daraus entstanden ist, also mit verschiedenen Releases, also das ist, glaube ich, jetzt Release 6 von dem Debian 3.0, das ist schon relativ aktuell damals gewesen. Dann ein anderer Browser, der Conqueror aus der damaligen Zeit vom KDE-Projekt. Ja, wenn wir jetzt nochmal probieren, GNU.org, mal gucken. Das sieht denn so aus. Also das Menü, was hier in dem Bereich war, das ist irgendwie nicht da. Das hier sieht ähnlich aus. Ja, keine Ahnung. Das Menü ist einfach mal weg. Ja, das ist denn ein weiterer veralteter Browser, der eben auch keine, ja, SSL-Algorithmen mehr hat, die heutzutage noch gebraucht werden. Also von daher, ja. Verschlüsse damit irgendwas machen und mit Sicherheitslücken aus den letzten 20 Jahren sollte man das sowieso nicht verwenden, ist irgendwie klar. Ja, dann noch ein paar weitere Büroprogramme, die es so gegeben hat. Also KSpread, also das ist so eine Tabellenkalkulation. KPresenter, eine Präsentationssoftware. Das hier, KChart, mal gucken. Achso, damit kann man irgendwelche Diagramme malen, oder? Ja, Cardchart. Also es zeichnet bunte Diagramme, aber auf Basis von was? Neu? Habe ich auch wieder sowas? Gute Frage. Vielleicht, wenn ich erstmal mir so eine Tabelle mache. Casper, vielleicht so. Einfach mal leer.
Jetzt mache ich 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4. Ach, ne, natürlich nicht. Also die Zahlen, die ich dort vorgelesen habe, die stehen da überhaupt nicht. Ich das jetzt einmal speichere, oder? Oder kann ich das hier irgendwie auch noch darstellen? Regierungseinheit. Also ich speichere das jetzt erstmal als, genau, als Test natürlich, wie so auch sonst. Und kann ich das vielleicht da drin jetzt? Card-Chart. Nee. Also ich kann es jetzt auch nicht irgendwie exportieren. Gute Frage, wie das funktioniert. Ich weiß es nicht und ich finde es jetzt auch nicht so auf die Schnelle, wie ich das jetzt von dem einen in das andere reinkriege, sodass ich da vielleicht mal eine lustige Grafik draus mache. So ein Tortendiagramm oder Balkendiagramm. Echt keine Ahnung. Was haben wir hier? K-Formula, das wird wahrscheinlich so ein Formel-Editor sein. Achso, Wurzel aus 2 mal 3, 4 und dann und ja, damit kann ich so Formeln machen und als K-Formular natürlich abspeichern. Und ja, oder kann ich das jetzt einfach irgendwie einbetten? Wenn ich jetzt nochmal probiere und eine neue Instanz von dem K-Word starte. Und wie macht man denn sowas? Wenn ich jetzt den nochmal dazu starte, den meine Datei wieder öffne. Kann ich den jetzt einfach nehmen, kopieren, einfügen? Achso, und dann habe ich meine Formel da drin. Und die kann ich auch in der Größe ändern. Aber hier drin nicht bearbeiten. Aber ich kann sie ja relativ frei positionieren. Also dann mache ich in der einen Anwendung meine Formel, kopiere und einfüge die dann in mein Textdokument und dann habe ich das hier drin. Also das war irgendwie so getrennt. Und wenn ich jetzt, geht das jetzt auch mit dem, mit diesem hier K-Chart und dem K-Spread. Genau, wenn ich jetzt das hier nehme, ja, wenn ich das jetzt nehme und jetzt, ach, Daten bearbeiten. Daten, okay, gut. Okay, gut. Also, da kann man irgendwie Daten. Ja, also, ich würde jetzt erstmal sagen, das hat keine Verbindung zueinander. Und das wird ein bisschen schwierig, da irgendwie die Daten sinnvoll reinzukriegen. Dann haben wir noch hier K-Presenter. Ein, ja, Präsentationsprogramm. Toller Vortrag. Und da kann ich denn hier. Oh, da kann ich auch wieder ein super. Na, kann man das. Also in der Breite kann ich es ändern, in der.
Also, kann ich auch. Weiß ich auch nicht, wie man da Daten reinkriegt, aber eine Tabelle. Da kann ich jetzt aus meiner Tabellenkalkulation das importieren und das hier kann ich irgendwie bloß so zeichnen oder ja. Achso, jetzt habe ich hier noch einfache. Ich kann das auch drehen. Oh. Also, ja. Ja, das ist auch wieder so ein Programm, was ich damals überhaupt nicht verwendet habe. Also, ja, was war es damals? War es StarOffice? Oder ja, dieses freigegebene von Sun, was noch nicht geöffnet war, aber kostenlos war. Das müsste es eigentlich damals gewesen sein. Ja gut, damit hätte man Präsentationen machen können. Für die damalige Zeit würde ich sagen, war eigentlich alles so mit bei, was man irgendwie gebraucht hat. Dementsprechend sah es dann auch irgendwie aus. Also es war eben anders damals. Ob das dann so viel Spaß gemacht hat, weiß ich nicht. Aber Präsentationsfolien zusammenklicken und sowas, das, denke ich mal, war nie eine wirklich spaßige Aufgabe. Das hat man gemacht, weil man es machen musste. Ja, dann haben wir noch dieses KiwiO. Das hat sogar so ein Start-Dings mit ja, mit einem schnabelartigen Tier, was irgendwie so ein bisschen gruselig aussieht. Und mal gucken, was haben wir denn? Leeres Dokument. Und damit kann ich jetzt, was kann ich denn damit? Damit kann ich wahrscheinlich solche Diagramme bauen, solche Ablaufdiagramme und Schablonen. Oder? Schablonensätze. Flussdiagramme, genau, damit kann man so Flussdiagramme machen, aber wie macht man sowas? Also einen Text kann ich einfügen. So, dann habe ich hier einen Text und damit das ein bisschen größer wird. Ah, da. Oder? Nee. Mal gucken, kriege ich das jetzt auch noch größer? Breite. Ah ja, okay, gut. Also das. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ach nee, da ist es wieder. Das und ich kann jetzt hier so Striche ziehen. Von einem zum nicht existierenden anderen. Und Docker. Damals war es so was anderes. Also Docker war noch nicht so die Containerisierung. Also die hat es natürlich noch nicht gegeben. Aber. Also ich würde ja jedenfalls einmal so ein Ding damit zeichnen wollen. Also selbst wenn es bloß ein Rechteck ist oder sowas. Seitenränder. Farben festlegen. Also ich sehe ja nichts so, dass ich irgendwie mal einen Kreis oder sowas zeichnen könnte.
Und alle Elemente hier habe ich ja auch da drin. Schablonen. Da noch? Nö. Da ist denn. Da ist das nächste zu Ende. Gescheitert an einem Programm von damals, weil ich einfach nicht weiß, wo man jetzt was einfügt. Oder vielleicht muss ich jetzt wieder mit einer anderen Anwendung mir ein Rechteck zaubern und kann es denn hier einfügen? Dann haben wir hier Kontur. Und Kontur macht über, sagt mir das, was es ist. Ein Illustrationsprogramm. Also damit kann ich so Dinge zeichnen und damit, ach so, und nachträglich auch ändern. Also das ist so ein Vektorzeichenprogramm. Wenn ich das richtig sehe. Ach so, hier, da habe ich denn die Knoten verschieben. Neuer Knoten. Ja. Da wähle ich denn mal aus. Also das ist aus, oder? Kann ich das hier so? Nee. So, Knotenansicht, den da und den da. Jetzt dazwischen einen neuen machen. Okay. Also da kann ich jetzt auch zusätzliche Knoten einfügen. Da noch ein. Ach so, okay, gut. Also das fügt mir immer neuen Knoten ein und dann kann ich das auch verschieben. Also das ist so ganz grob wie Inkscape, also natürlich viel, 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 viel primitiver. Und den hier. Ne? Also erst das, dann das. Achso, und dann kann ich die wirklich alle noch editieren. Boah, boah. Also nicht so, dass ich das jetzt in der Form heutzutage verwenden möchte. Aber naja, also dementsprechend damals konnte man damit schon so ein paar Sachen machen. Es hat es bestimmt irgendwie schon besser gegeben. Aber als so ein, ja, eine Erweiterung von diesem K-Office-Paket, ja, warum nicht? Also war eben Bestandteil davon und ja. Dann haben wir noch Kugare mit so einer Hundepfote. Keine Ahnung, was das überhaupt macht. Ein vorlagengesteuerter Reportbetrachter für XML-Daten. Kugare stellt XML-Datendateien gemäß vorgegebenen XML-Vorlagen dar und druckt sie aus. Oh, bestimmt. Ja, das war Kuga. Also guckt euch das an, wenn euch das interessiert. Bestimmt ein tolles Programm, aber keine Ahnung, was es macht und wo ich jetzt passende XML-Dateien herkriege. Dann, was haben wir noch? Ach so. Ja, was das System gerade so macht. Sowas gibt es heutzutage ja in ähnlicher Form auch noch unter verschiedenen Betriebssystemen und Desktops. Festplatte 1, 2. Wo kommen diese Festplatten her? Ach so, ach, man muss es ja auch lesen. Genau, jetzt kann ich hier. Soll ich das da reinziehen? Habe ich es reingezogen?
Aber in ein leeres. Wie mache ich denn jetzt ein leeres? Achso, mache ich so. Signalplotter. Ah, okay. Wenn ich da den noch mit dazu ziehe, habe ich jetzt zwei drin. Achso, ah. Sensoren. Ah, okay. Also CPU, Last ist orange und Festplattendurchsatz ist blau. Und es tut sich relativ wenig bei der Festplatte. Also von daher. Ja, und was haben wir hier? Prozessoranzahl. Ein Wert, der sich wahrscheinlich sehr häufig ändern wird, vor allem im laufenden Betrieb. Das wäre dann nochmal gelb dazu. Und so habe ich so eine grafische Aufbereitung von ja, meinem Systemzuständen, was sich da gerade getan hat oder eben auch nicht. Speicher. Physikalischer Speicher. Anwendungsspeicher. Dann habe ich den auch noch drin. Ja, das wäre denn rot. Ja, also in ähnlicher Form gibt es das heute auch noch und es erfüllt halt denselben Zweck wie damals auch schon. Visualisieren, was sich im System tut. Dann haben wir noch den Package Manager. Eine ja, Frühversion von. Ja, wer ist denn das heutzutage? Von diesen Paketmanagern für das KDE damals. Und hiermit könnte ich jetzt irgendwelche Sachen nachinstallieren. Wenn ich jetzt mal Alien nehme oder, ach, keine Ahnung, was nehme ich denn? Ist ja eigentlich auch egal. Ich will es ja nicht benutzen. Also ich möchte das Paket Alien nachinstallieren. Dann gehe ich ja auf Installieren, denke ich mal. Und mit einem. Moment, das war jetzt zu schnell und zu langsam. Also installieren. So, und jetzt. Endet mit einem Raute leer. So, mal gucken. Aha, jetzt steht da jedenfalls Passwort. Enter. Okay, also Enter, nicht Raute und leer, sondern ja, halt wirklich Enter. Und jetzt werde ich hier aufgefordert, dass ich die DVD einlegen soll in das CD-ROM-Laufwerk. Also in mein virtuelles Laufwerk ist schon drin. Wenn ich da jetzt einfach nochmal Enter drücke, dann ja, wird dieses Paket darunter gelesen. Von der DVD wird auf die Festplatte kopiert, entpackt und installiert. Und jetzt müsste ich auch Alien haben. Das hat jetzt ein anderes Icon. Und jetzt könnte ich das wieder deinstallieren. Und das ist denn hier K. Package. Ja, ein Mail-Programm aus der damaligen Zeit ist Kmail. Ich glaube, Kmail gibt es, ich glaube, das heißt immer noch so. Sieht natürlich auch alles viel anders aus. Und das wird heute auch nicht mehr funktionieren. Eben wiederum von wegen Sicherheit, SSL, TLS und sowas. Das wird sich mit einem heutigen Mail-Server überhaupt nicht mehr verstehen können. Aber man hatte ja die Möglichkeit, so Posteingang, Ausgang damit zu machen und Mails vorzubereiten und dann zu senden. Denn zu der Zeit war es ja, war es noch üblich. Also man musste sich per Modem eventuell noch einwählen. Also viele hatten wohl noch kein DSL. Ja, was Besseres gab es nicht. Oder ISDN gab es auch. Und das wurde eigentlich immer nach Zeit bezahlt und das war auch relativ teuer. Von daher war es durchaus sinnvoll, seine Mails erstmal offline zu schreiben. Und wenn man alle Mails zusammengeschrieben hatte, dann konnte man sich einwählen
und dann für eine bestimmte Zeit online bleiben, um diese Mails zu versenden und die neuen Mails auch runterzuladen. Und dann hat man die Verbindung auch wieder getrennt, weil es gekostet hat. Also Flatrates damals waren, glaube ich, eher noch die Seltenheit. Und je nachdem, wo man sich befunden hat, gab es ja entweder bloß analog übers Telefonnetz, da brauchte man Modem für, oder die andere Variante war ISDN, das war zwar digital, aber jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel schneller und es war alles sehr, sehr teuer damals. Von daher musste es schnell gehen. Einfach mal den ganzen Tag online bleiben und so, das war damals einfach üblicherweise nicht drin. Von daher war es schon sinnvoll, das vorzubereiten, zu senden in einem Rutsch, denn die Mails waren damals auch viel kleiner. Große Anhänge gab es damals auch nicht. Es waren normalerweise reine Textnachrichten, genauso wie das Internet damals. Das war ja zwar auch schon irgendwie bunt, teilweise nervig bunt, aber die Seiten waren halt deutlich kleiner. Gerade auch was den Dateigrößenumfang anging, weil es gab die Möglichkeit nicht. Also es musste damals auch wirklich schneller gehen, diese Daten zu übertragen. Also mussten sie kleiner sein. Also so eingebettete Videos und sowas, das gab es nicht wirklich. Also es gab mal so proprietäre Sachen damals, die zum Glück auch wieder verschwunden sind. Aber es war einfach nichts Standardmäßiges. Zum Abschluss vielleicht noch dieses Control Center, was ja in ähnlicher Form heutzutage, glaube ich, auch noch vorhanden ist in so einem KDE, wo man verschiedene Dinge ja einstellen kann. Das Hintergrundbild, damals wie heute, immer eine sehr wichtige Sache, jedenfalls für einige, dass es auch ein Hintergrundbild hat, was mehr oder weniger hübsch ist. Ein Staubsauger. Ja. Also das mit dem Bugfree, also das Sternchen, achso, almost. Also auf das, was hatten wir da, was da abgestürzt ist, das K-Word bezieht sich das nicht unbedingt. Insgesamt, der Desktop bis auf so ein paar, ja, also Zusatzprogramme, lief auch wirklich sehr stabil. Also in der Version, die 2.2.2, war es eigentlich eine runde Sache, die so funktioniert hat. Ja, und man kann verschiedene Sachen einstellen. Man kann hier das so machen und so machen oder so lassen, wie es vorher war. Und ach, man konnte sich da quasi dumm und dusselig konfigurieren, wenn man es denn gewollt hat. Ob das ja wirklich sinnvoll war oder nicht, muss man halt selbst entscheiden. Also Desktop-Konfigurationen, so dass man wirklich so ein eigenen Desktop hatte mit möglichst abgefahrenen Sachen. Das war auch irgendwann mal so ein Trend, dass das ja nicht so aussah wie das System vom Nachbarn. Ja, kann man machen, muss man nicht. Ja, genau. Also man kann da sehr, sehr vieles mit einstellen. Ja, das wäre es denn für dieses Mal auch gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit meinem. Ich klicke mich einfach mal ein bisschen da durch und versuche ein paar Sachen wiederzuerkennen. Vieles davon habe ich auch wirklich nicht genutzt. Ja, vielleicht habt ihr ein bisschen was mitgenommen. Ihr werdet es wahrscheinlich niemals verwenden wollen. Von daher ist es eigentlich eine halbwegs sinnlose Übung. Das Ganze ist natürlich retro. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht es nach, wenn ihr wirklich Lust darauf habt. Also es ist ein freies Betriebssystem. Ihr kriegt die Sachen noch runtergeladen, ihr könnt das installieren in der virtuellen Maschine oder lasst es halt auch bleiben. Ansonsten bis zum nächsten Mal und tschüss.